denn da? Oder sollen wir uns erst an die Gnade setzen? Ah, die winzige Rani. Eine Puppe, die Rani der Hexe ähnelt. Von Kopf bis Fuß ist jedes Detail perfekt. Die Puppe regt sich nicht und ist angenehm kühl. Und das weiß ich, weil ich die Puppe an mein Gesicht gedrückt habe. 20.000 Mal. So, dann sollen wir... ich bin woanders drauf geklickt. Begebt euch nur zum Portal und in der Nähe findet ihr eine Miniaturversion von Rani. Nehmt sie mit zum Ort der Gnade und rastet dort. Die Mini Rani wird sich jetzt mit euch sprechen. Ihr müsst sie nur oft genug nerven. Da ist der fette Wurm wieder. Das ist ekelhaft. Hello? Hello? Ich habe das dreimal gemacht. Beim vierten Mal hat sie dann mit uns gesprochen. Das war auch so doof. Weißt du, alle guten Dinge sind drei. Nein! Bei From Software Games sind es vier. Oh, doch nicht. Alle guten Dinge sind drei. Never mind. Ich glaube, ich bin beim zweiten Mal weggegangen oder so. Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Ich hab das schon besudelt. Ich hab gar nichts gemacht. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. Okay, also die sagt nur noch das Gleiche. Sie trägt euch auf, nach Noxtella zu gehen und einige Ziele auszuschalten. Wenn ihr auf dem Weg dorthin an Ort in der Gnade rastet und mit ihr sprecht, wird sie euch weitere Details zu ihrer Hintergrundschichte verraten. Folgt dem Dungeon, bis in Noxtella ankommt. Dann immer an den Gnaden wachen dann und ich kann nicht mal reiten, ey, das ist so ekelhaft da hinten dieser Wurm. Und nein, das ist nicht eine reine Proteinquelle, das ist einfach nur eklig. Boah, das ist einfach fucking stark. Ich meine, wir könnten einfach durchlaufen wahrscheinlich, ne? Hat einen Klaps auf den Po gekriegt. Habt ihr gesehen, Leute? Klaps auf den Po. Ein Klaps auf den Po. Klaps auf den Klaps auf den Klaps auf den Po. Müssen wir rechts oder links lang? Ich weiß nicht, ob wir rechts oder links lang müssen. Wahrscheinlich eher da, wo das Monster ist, oder? In die Fresse. Das ist wirklich so ein bisschen wie Jacke. Oh, wie gemein. Oh. Heilige Scheiße. Hier auf links kommt man auch gar nicht lang. Da ist ja dann, glaube ich, der Wasserfall, da kommt man, glaube ich, gar nicht runter, ne? I will not brook this
so bending this matter. Was? Wie bitte? Excuse me? Reden Sie ja bitte Deutsch. Das ist ein deutscher Stream. I'm so excited. And I just can't hide it. Woo. I know, I know, I know, I know, I know. I want you, I want you. Nein, bespritze mich nicht mit Scheiße. Ein kleines, ekliges Vieh. Du bist so ekelig und schmekelig. Eigentlich schon geil, hier Ameisen zu farmen, ne? Kriegst halt auch richtig fette Runen. Ist eigentlich auch ganz nett. Kopf ab. Oh, da ist doch eine Hammerhead. Oh, fuck, ein Vieh. Schon stark, glaube ich, ne? Die da mit dem Kopf, die ist schon... Die macht schon Aua. Wir gehen mal rechts weiter. Ja, Königin! Ja, Königin! Aber ich habe jetzt keine Gnade gefunden, wo ich nochmal mit der reden soll. Eine Gnade gefunden. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Also, es gibt sozusagen die zwei Finger, die goldene Ordnung und Rani. Und dann gibt es ja auch noch Melinia. Nee, wie heißt die eine? Malenia? Melania? Die uns da, die Melina, die uns die ganze Zeit begleitet hat. Die ist ja, glaube ich, auch noch da. Sind die zwei Finger nicht gegen die goldene Ordnung? Oder sind die dagegen? Aber dann, weißt du, was ich mich auch frage, Sporling? Da sind ja die zwei Finger. Und ganz unten in den Katakomben sind ja noch die anderen Finger. War das mal eine ganze Hand? Und hat die theoretisch, haben die sich dann gespalten, weil die unterschiedliche Meinung waren? Und wurden die drei Finger dann weggesperrt, damit die zwei Finger eher an die Macht kommen und das machen können, was sie wollen? Aber dann frage ich mich, oder dann ist das Ende von den drei Fingern halt verständlich, dass das halt die rasende Flamme ist, weil die halt alles zerstört, was die anderen in der Zeit aufgebaut haben. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, was ist denn das auch für ein Land hier? Alle sind super traurig, dann gibt's Scharlachfäule, dann gibt's Todespest. Hier gibt's nur Scheiße. Hier gibt's nicht mal schöne Sachen. Alles ist super gruselig und Monster. Und warum sind die Finger aus Holz? Was? Die waren aus Holz? Nein, das ist ja nicht aus Holz gewesen. Aber... ich fand's halt krass, oder ich habe mich halt echt gefragt, wer die drei Finger da weggesperrt hatte, weil das war schon interessant. Doch, aber die zwei Finger sind doch für die goldene Ordnung. Und sozusagen Rani ist gegen die goldene Ordnung und gegen die zwei Finger.
Wenn du beim Anfangsschloss die Rune holst, liegen doch da zwei tote Finger. Ja, wenn du darauf rumrennst, dann kommen Holzgeräusche. Okay, das habe ich nicht gemacht. Aber weißt du, was ich auch krass fand am Ende? Wo wir doch dann zu diesem anderen letzten Elden oder den ersten Eldenfürst gehen mussten. Und dadurch tatsächlich dann überall die Fingerleserin rumlagen. Das fand ich halt richtig krass, muss ich sagen. Das fand ich richtig krass. Was muss ich jetzt hier nochmal machen? Folgt dem Dungeon. Bahnt euch den Weg durch den Einzeldungeon, bis ihr zum Durchgang kommt, der euch nach Noxtella bringt. Dort erwartet eine Art Hof- und Schlossgarten, like we see here, und einige Noxmönche, die auf gigantischen Ameisen reiten. Geht nicht nach oben, sondern folgt dem Weg auf der unteren Ebene, bis ihr auf einen weiteren Aufzug stößt. Okay, da hinten hin. Und ich glaube, aus dem Grund war der King Kong auch damals niemals hier oben, weil er halt der Questreihe gefolgt ist, die ja dann sagt, man soll nicht nach oben gehen, sondern nach unten. Und er ja dann hier nochmal hergegangen ist und sich gewundert hatte, dass er hier nicht gelootet hat. Was wir ja alles erkundet haben damals in unserem ersten Run. Manchmal nachts sieht man den Mond echt gut. Ich finde, das sieht man Linien beim Mond hier oder in echt. Die drei Finger sind halt Ketzer, typisch für drei Finger. Ja, aber vielleicht wurden die halt auch weggesperrt, weil die halt sich nicht fügen wollten, den anderen zwei Finger. Und die zwei Finger waren halt mächtiger. Ach du Scheiße. Kann ich einfach durchrennen? Du weißt halt, bei diesem Prozess weißt du halt nicht, wer da jetzt der Böse oder wer der Liebe ist. Das ist halt immer so eine Sache bei solchen... Aua! Du blöde Scheißkacke. Bei solchen Sachen. La 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 la. Da kommt einfach der Nachtschmied vorbei. Hallöchen, mein Guder. Wie geht's? Wie steht's? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gestreamt? No! Damn it. Warum hab ich da durchgeschlagen? Aua. Konzentrier dich doch mal. Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ihr guten Raider. Und WB auch Seablack. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Für die Leute, die mich von Nachtschmied noch nicht kennen, und Leute, schaut gerne unbedingt bei Nachtschmied vorbei. Ist ein sehr sympathischer Streamer, der auch in letzter Zeit sehr viel Elden Ring gespielt hat. Aber auch DBD, wie ich gesehen habe. Und ja, lasst da gerne auch ein Follow da. Vielleicht kann ja einer der Mods noch einen kleinen Shoutout machen. Dann dürft ihr da einfach auch gerne mal auf den Follow-Button klicken. Und für die Leute, die mich von Nachtschmied noch nicht kennen, hallo, ich bin Efi. Ich streame hier in erster Linie zurzeit Elden Ring. Und wir sind gerade im zweiten Run am Start. Bei dem wir gerade uns den Weg durch die Rani-Quest bahnen. Und so ein bisschen gucken, dass wir alle NPCs-Quest machen. Weil ich im ersten Run leider ein Ende bekommen habe, was ich nicht ganz so schön fand. Und ich gerne sehr viele historische, geschichtliche Abläufe nochmal durchleben wollen würde. Und deshalb hier mit dem zweiten Run gestartet bin. Oh fuck, da kommt er nicht ran mit der Peitsche, wa? Hab jetzt im zweiten Run tatsächlich eine andere Waffe genommen. Wir waren vorher unterwegs gewesen mit dem Bluthundreißerschwert. Und ich bin jetzt am Start gerade mit meinem Frostschwert, was ich echt sehr, sehr cool finde. Scheiße, ich würde gerne lesen, was ihr schreibt, aber mein Bildschirm ist schon wieder abgeschmiert. Ich hoffe, der fängt sich gleich wieder. Hallo? Bei mir ist hier gerade nämlich Ameisensalat. Ah, jetzt? Bild? No. Ja. Bild. Und danke für den Shoutout. Vielen lieben Dank. Elden Ring mit meinem Magier noch ein paar Bosse machen. Ach stimmt, du hast ja mehrere von diesen Charakteren. Ja, Magie finde ich tatsächlich auch ganz nett. Das wäre auch mal was mich noch interessieren würde. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, nach dem zweiten Run ist bei mir dann auch langsam Schluss.
weil ich dann hoffentlich alles soweit entdeckt habe, was ich entdecken wollte. Und dann, ja, würde ich tatsächlich mal wieder in die Survival-Schiene gehen. Fuck. Ich habe nämlich ein bisschen Lust auf Icarus. Da würde ich euch gerne mal ein paar Updates zeigen. Und auch selber einfach mal reingucken, was sich da bisher so getan hat. Vielleicht ein bisschen auch mal wieder Mist Survival. Oder, ja, Stranded Deep, das würde ich eigentlich gerne mit Neo und so spielen. Aber die wollen ja nicht, die miesen Schweine. Litchi Bubble Tee! Oh, lass dir schmecken. Ich habe auch Lust auf Survival. Na, Sporting, du kannst auch immer noch gerne auf unseren Community-Discord kommen. Und beziehungsweise auf den Community-Conan-Server. Wir haben ja einen Conan-Server, auf den 10 Leute raufpassen. Und wir nehmen da zum Teil noch für YouTube Folgen auf. Zurzeit machen wir eine kleine Pause wegen Sons of the Forest und jetzt Green Hell. Aber wir werden da auf jeden Fall baldig wieder weiterspielen. Hä? Ach so, du hast den gar nicht, sondern du hast nur Bock drauf. Ach so, scheiße, das ist natürlich ärgerlich. Oh, ja, dann schnell los nochmal und einen kaufen. So, wir reden mal nochmal mit Rani. I turned my back upon the two fingers. Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for Imperium, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and EG both. Art willing to give too much to me. Yet, they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart. Another one! As kind of heart as they. Hm. Sag mal, Nachtschmied, wie hast du das verstanden gehabt? In Hinblick auf die zwei Finger. Waren die zwei Finger für die Goldene Ordnung gestanden? Und sozusagen gegen Rani? Oder war die Goldene Ordnung nochmal was anderes als die zwei Finger? Hast du es auch so verstanden, ne? Ich nämlich auch. Und wir haben uns gerade gefragt gehabt, was ist mit dem dritten, also mit den drei Fingern? Ob die mal eine ganze Hand waren? Und wenn ja, zu wem gehörten die? Also so viele Fragen in diesem Spiel. Welches Ende hattest du denn damals gehabt? Also du darfst hier gerne auch spoilern. Ihr befindet euch hier im Backseat Gaming Run. Also ihr dürft gerne auch Tipps und Tricks geben, gerade wenn ich auch bestimmte Sachen noch suche. Also wir gehen jetzt hier nicht unbedingt auf hol mal Item hier und hol mal Item da, sondern wirklich questorientiert. Ist nur zum höheren Willen. Man sieht ja einen Outer God, glaube ich, auch im Bauch vom Riesenboss. Ja, das habe ich auch gesehen gehabt bei dem Riese im Frostgebiet. Da war ja auch, der hatte ja nochmal einen Kopf in seinem Bauch drin. Goldene Ordnung ist eine Gottheit quasi. Also die zwei Finger sprechen für die Goldene Ordnung. Das sind aber alles verschiedene Götter. Ah, okay. Und die rasende Flamme ist auch ein Gott oder sowas. Ja, die drei Finger halt. Also, beziehungsweise die drei Finger übermitteln dann ja die rasende Flamme. Das ist schwierig. Aber drei und zwei macht doch eine Hand, oder nicht? Es gab wohl den Riesen ihre Kraft, aber wer weiß, ob das auch so stimmt. Das weiß ich tatsächlich nicht. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou hast heard. Forget. 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 Oh nee. Oh, da ist wieder dieser eklige. Ich meine, na, ja, toll. Da ist wieder der eine Bereich, wo ich so gerne durchgegangen bin. Wo ich ja auch gar nicht oft gestorben bin. Habe ich da noch so viel Scharlachfeulenzeug? 6 habe ich nur. Muss ich 10 haben. Und das Äußere irgendwas ist nochmal eine Gottheit und da hängt irgendwie mit Rani zusammen. Okay. Mal gucken, was da noch so kommen wird. Ich habe ja damals im ersten Run leider nur das Ende der rasenden Flamme gehabt.
Oh, Shadow. Thou art the last. Tell the two fingers that Ron the Witch cometh. Drain thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, wir wären Freunde. Beautifully formed. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Oh. Weggeworfener Palastschlüssel. Okay. Ah, damit können wir die Schatztruhe öffnen. True, true, true. Okay. Wir können die Schatztruhe öffnen. Ja, okay. Dort liegt der Dunkelmondring. Also, wir müssen jetzt gar nicht weitermachen, oder was? Müssen wir jetzt hier nicht weitergehen? Noch nicht? Ich bin halt übelst schlecht mit Namen und Bezeichnungen. Ist bei mir aber auch so. Ich kann mir die Götternamen nicht merken. Also für mich heißen die alle gleich gefühlt. Die eine heißt zum Beispiel Lametta bei mir, weil ich mir sonst den Namen bei der nicht merken kann. Vergessen wir nicht Mock, der sich Mutter Blutzauber hingegeben hat. Ja, ich weiß, die heißt eigentlich Mutter irgendwas, aber Mutter Blutzauber habe ich mir leichter gemerkt, weil Mock doch auch durch den Blutzauber mit Mikella vollführt. Okay. So, dann sind wir beim Vollnissee. Ah, muss ich jetzt wieder zurück? Ja, ich kann jetzt nicht mehr mit denen reden. Aber ist die Rani-Quest jetzt theoretisch schon beendet? Nee. Oder? Eine Schatztruhe, die karianischen Prinzessin hinterlassen wurde, ihre Mutter Ranala und die Truhe sollen in der großen Bibliothek von Raya Lucaria zu finden sein und Hexe Selin nicht zu vergessen. Ne, ist noch lange nicht durch. Okay. Aber ich muss jetzt erst theoretisch wieder zurück, oder? Oder nicht? Durch den See! Aber ich habe doch den Schlüssel schon. Muss ich das jetzt nicht erst holen? Dunkelmondring. Der Ring des kalten Eids von Mondprinzessin Rani. Ein Ring mit einer bleiernden Vollmondperle. Der Ring, den Mondprinzessin Rani ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol eines altkalten Eids. Da Rani eine himmlische ist, erhielt ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In den Ring ist eine Warnung eingraviert. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort, denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Okay. Okay, die Puppe ist anscheinend nicht mehr kühl und fühlt sich auch nun wie eine leere Hülle an. Selin? Weißt du, was ich machen muss? My... when... I...
Nope. Kann ich hier was machen? Stören die denn alle so rum, ey? Art thou now assured of thy want to be born anew? Den Ring stecken wir Rani an den Finger und dann wird Hochzeit gefeiert. Also meine Idee wäre jetzt theoretisch wieder zurückzugehen. Aber müssen wir die denn irgendwo wieder finden oder so? Rani ist unser Girl. Ey, mir ist richtig schlecht bei dem Gedanken, dass ich den jetzt gleich töten muss, den Blade, ne? Da wird mir richtig schlecht bei dem Gedanken. Ich will den nicht töten. Töten wir den, töten wir auch Alexander, sind wir knallhart, sind es komplett skrupellos diesmal. Okay, hier ist sie nicht. Was muss ich jetzt mit dem Ring machen? Okay, keine Ahnung. Aber Bock sitzt halt auch hier noch, ne? Warum geht das mit Bock nicht weiter? Der ist voll der sture Bock, ey. Bock, du blöde Sau. Bock, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Eine lange Zuhälterschelle braucht der mal. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das damals ausgelöst habe, dass der dann auf einmal sagte, dass er sich hässlich fühlt oder sowas alles. Oder dass er nicht so ist, wie seine Mutter das wollte. Der ist auf einmal so traurig gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das ausgelöst habe damals. Das weiß ich leider nicht mehr. Müssen wir jetzt unten weiterlaufen? Erst noch? Weiter? Was sagt denn hier die Dings? Bei ihr könnt ihr übrigens auch Attribute ändern. Dies, das, bla. Ja, Fäulnissee durchqueren. Geht von der Stelle, an der ihr das rote Phantom getötet habt, einfach weiter. Dann solltet ihr automatisch zum Fäulnissee kommen. Der ist gefährlich und sollte nicht leichtfertig durchquert werden. Stellt sicher, dass ihr Heilungs-Items für Fäulnis dabei habt. Nutzt außerdem die aus dem See regenden Felsen und Ruinen, um die Fäulnis zu umgehen. Okay. Also müssen wir echt weiter. Hast du ihn geschlagen? Wen? Na, bisher nur das Double von Blade. Oder wartet der jetzt draußen eigentlich schon auch auf dem Turm? Das weiß ich gerade gar nicht, ob der auf dem Turm schon auf uns wartet. Das fand ich richtig lästig, dieses Ding hier. Das war übelst kacke, weil man die ganze Zeit warten musste. Ah, und dann kamen diese ekligen Dinger hier aus dem Wasser gesprungen, vor denen ich mich natürlich nicht erschrocken habe. Also, wieso soll ich mich vor denen erschrecken? Das ist ja gar nicht schlimm. Hui! Ich meinte Bock beim ersten Run. Nee, geschlagen habe ich Bock nicht. Also beim ersten Run habe ich Bock, ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt gemacht. Und dann habe ich den halt gar nicht weitergemacht, weil ich den dann einfach nicht mehr gefunden habe. Und dann stand er irgendwann random einfach wieder bei mir und beim Altus-Plateau. Und dann wusste ich nicht, was ich mit dem machen soll. Oder ja, habe ich da einfach stehen lassen. Nur da war er halt bei mir so, alles ist kacke, ich bin voll schlecht gelaunt und ich werde es, oh Gott, nie so schaffen, das zu machen, was meine Mutter gemacht hat und blablabla. Und jetzt weiß ich ja, dank der Quest, wo ich dann als nächstes hinlaufen muss. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn wieder dazu kriege, dass er nicht so
pisst ist. Also, dass er so pisst ist, das weiß ich nicht, wie ich das hinbekomme. So, wo musste ich hier jetzt hoch? Kann ich da vorne hinlaufen? Ist ja eigentlich mit der Scharlachfolge, oder? Ist er ja vielleicht, falls ich nochmal runterfalle? Gesundheit! Dankeschön, Gertschi Berli. Vielen lieben Dank fürs Gesundheit wünschen. Ist sehr lieb von dir. Muss ich hier oben überhaupt lang? Muss ich da nicht einfach runter? Und da lang? Warum bin ich jetzt hier überhaupt hier oben? Das ist ja Blödsinn. Ich muss ja eigentlich da hinten rum. Ich weiß aber, man darf da vorne nicht runterfallen, wenn man sonst stirbt. Eigentlich müssen wir ja gar nicht hier hoch. Drups. Na, ob ich das überlebe? Knapp. Oh, kann man hier langlaufen? Nein. Ich meine, natürlich wusste ich. Und jetzt gehen wir da unten hin, zur Gnade. Selbst mit 22 Bolis würde man da noch nicht weit kommen. Also die Fäulnis hier ist schon echt wild, muss man sagen. Das ist schon echt unangenehm. Da sollte man nicht einfach so runterhüpfen. Da liegt ein goldenes Glühwürmchen. Komm schnell in meine Tasche. Zack. Ah ne, goldener Tausendfüßler, kein Glühwürmchen. Wie komme ich auf ein Glühwürmchen? Oh fuck, ob die uns sehen? Ich duck mich weg, dann sehen sie mich vielleicht nicht. Fuck, jetzt müsste man den Umhang anziehen. Ist es nicht so, dass wenn man geduckt damit läuft, theoretisch, dass die einen dann nicht sehen? Doch jetzt eigentlich unsichtbar, oder nicht? Ich glaube, das ist gelogen. Das stimmt gar nicht. Fuck. Mehr durchlaufen. Oh, damn it. Das fand ich damals auch echt schwer hier zu spielen. Weil die waren schon echt scheiße stark. Und die Mimikry muss natürlich alle anlocken. So eine doppelte Frostattacke ist auch schon ein bisschen sexy. An der Seite links vorbei müssen, oder?
Oder gab es hier oben noch irgendwas? Eine Truhe. Aber war die wichtig? Ich weiß es nicht mehr. War sie wichtig? War sie nicht wichtig? Wir werden sehen. We will see. Skorpionsstachel. Ah, okay. Kann ich mich dran erinnern? Und der Sarg müsste jetzt eigentlich hier rechts dann sein. Und mit dem müssen wir dann einmal kurz fahren. Und weil ihr es seid, Leute, ziehe ich mir jetzt einen anderen Hut auf. Nur welchen? Nein, ich bleibe Kürbisköpfchen treu. Dem Sargrasten. Let's go! Voll cool gemacht. Allein diese Überfahrt und so, das ist schon mega, mega schick. Und jetzt wird uns tatsächlich die Einsel, glaube ich, erwarten. Also ich glaube, wir kämpfen jetzt gegen den Boss. Ist das nicht dieser große, eklige, schwabbelige Wurm? Wait, ist hier nicht eine Glade irgendwo? Oder kämpfen wir schon gleich? Nee, da ist es. Das kann ja was werden, Leute. Oh, das habe ich total vergessen, dass wir gegen die kämpfen müssen. Die fand ich damals schon scheiße. Aber hier gibt es gar keine Gnade, ne? Das ist eine gnadenlose Frechheit, Leute. Ach, Astel heißt die Ausgeburt des Abgrunds. Au, ja, so ist er auch, die blöde Sau. Teleportieren kann, ist so richtig bestialisch nervig. Ich weiß halt nicht, wie ich sie treffen soll. Das ist das Problem. Sind, dass man halt gar nicht weiß, wo man die berühren soll. Aber ich mach gar kein Damage damit. Also ich muss sagen, das war einer meiner nervigsten Bosse. Fand ich am beschissen. Einzeln. Oh, hat die jetzt die Mimikry gegessen? Die sieht optisch zwar echt geil aus, aber...
Da war das Bluthundreißerschwert schon besser, muss ich gestehen. First try, Leute. Aber es war knapp. Kannst du nicht mit einem Bogen auf sie schießen? Ich habe keinen Bogen. Also bestimmt irgendwo, aber kein gelevelt Bogen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte jetzt echt noch wenig Tränke, ne? Und Hallöchen, Tinkeln! Danke für deine Community-Punkte. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie läuft das Epics-Ranking? Ey, die Einsel, das ist so eine richtig dreckige Sau. Ohne Scheiß, das ist einer meiner beschissensten Bosse, die ich auch im Tod nicht leiden kann. Bin hier early mit euch. Da bin ich early mit euch. Und Hallöchen, Foxy. Schön, dass du auch da bist. Also ich glaube, ich muss mehr Damage auf den Kopf machen. So sieht's, glaube ich, aus. Stellen, den du auch nur am Kopf treffen kannst, ist so dämlich gemacht. Also wirklich. Dann schwört die halt die ganze Zeit über dir herum und du siehst nicht, wo die zum Fick ist. Also das ist einer der beschissensten Bosse. Wirklich. Da kannst du sagen, was du willst. Das ist einfach ein dreckiger Bosskampf. Sowas von ungerecht gemacht, weil du die einfach nicht treffen kannst an dem scheiß Schädel. Guck mal, jetzt bin ich dran, dann will ich wieder was machen. Dann zieht sie da wieder ihre Fresse weg. Hier, friss meine dreckigen Socken. Du blödes Stück Scheiße. Jetzt haben wir ihr endlich eine gegeben. So, und jetzt rein in den Schädel, ins Gehirn. Bäm! Ja, pump dich voll mit Energie und verschwinde. Jetzt ist sie wieder am anderen Kartenende. Damn it! Nur mit einem Dolch spielen oder so. Das ist ja kaum machbar, wenn du so einen kleinen Solo-Queue geht ganz gut, mit Mates aber nicht. Bei dir? Bei mir ist auch alles gut, ja. Also wir spielen jetzt mit einer dritten Person, mit Anno, und das macht ganz Spaß. Also da haben wir klar auch
mal Tage, die nicht ganz so gut laufen. Also gestern haben wir relativ häufig auf den Sack gekriegt, aber wir halten unsere Punkte. Also wir sind jetzt fast Diamant 3 und das macht schon Spaß, ja. Aber Solo-Queue, ja, ist, glaube ich, für uns eher schwierig. Also wir brauchen definitiv einen dritten Partner, der mit uns gut spielen kann. Aber wo sind die Shooter-Streams? Ja, streame ich irgendwie gar nicht mehr. Habe ich zurzeit einfach keine Zeit mehr. Und wenn ich dann abends spiele, dann spiele ich eher für mich. Oder ich habe dann immer so das Gefühl, ach ja, so für 2 Stunden brauche ich einen Stream nicht anmachen. Und darum bin ich da dann eher nicht am Daddeln. Und jetzt wie heute zum Beispiel, jetzt ist schon 18.16 Uhr. Dann will ich ja auch noch was essen. Und dann passt das einfach nicht mit denen. Machst das aber toll, ey. Danke, Zerbi. Vielen lieben Dank. Ja, ich muss sagen, das ist wirklich einer meiner Charaktere, meiner Bosse, die ich nicht so leiden kann. Ich mag das nicht, wenn die so riesig sind und man die dann einfach nicht trifft. Also das finde ich voll schwierig gemacht irgendwie, wenn man nicht sieht, wo die sind. Also ich habe auch so ein bisschen Probleme mit Drachen, muss ich sagen. Nee, aber freut mich doch, Tinken, wenn es bei dir halbwegs gut läuft. Und Hallöchen, Foxy Girl. Bei mir ist sonst alles gut soweit. Wie sieht's bei dir aus? Wo sind wir jetzt rausgekommen? Oh. Stimmt, dadurch sind wir ja jetzt hier oben hingekommen, ne? Ja, hier steht als Tipp auch bei der Astel, dass man den Angriff auf den Kopf konzentrieren sollen und schwere Sprungangriffe. Ja, mein Schwert war aber so klein, ich konnte ja gar nicht. Ja, schwer, ja, ich hätte Sprungangriffe auch machen können. Ja, das ist true. Generell empfiehlt sich eine hohe Magieverteidigung, stabiles Schild, um im Notfall mehr einstecken zu können. Fast geschafft. Das Mondlichtaltar haben wir jetzt betreten. Bei der Kathedrale von Manus Celis, die vor euch aufragt, bewacht da ein Magiedrache was. Die Kathedrale. Er taucht auf, wenn ihr euch der Kathedrale nähert. Ihr könnt ihn bekämpfen oder einfach ignorieren, indem ihr direkt die Kathedrale betretet. Okay. Ja, cool, dass es jetzt schon wieder dunkel ist. Warum ist das bei uns immer dunkel? Das ist echter Wahnsinn. Ach, hier ruckelt es wahrscheinlich auch wieder, ne? Hier war ja auch so, dass es so eine Ruckelpartie war bei mir. Also, falls es jetzt ruckelt, I'm sorry. Drachenkampf, let's go! Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Drachen schaffen. Mal gucken. Ich meine, was kriegen wir von dem? So ein uraltes Ding wahrscheinlich, ne? Sophia ist ja gar nicht mehr zu tun. Ne, bei der Rani-Quest jetzt nicht mehr, ne? Aber wir müssen danach auf jeden Fall noch andere Sachen machen. Aber das würde ich sagen, machen wir dann morgen im anderen Stream. Wo ist denn der Drache jetzt? Oh, never mind. Ich habe ihn entdeckt. Zauberstab. Oh, der liegt.
komme nicht an den Kopf ran. Da haben wir aber sehr viele Runen. Wir haben 737.000 Runen, ey. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Fehlen jetzt noch. Ich habe, glaube ich, keine Runen mehr im Inventar, oder? Oh, doch. 5 mal 10 sind 50.000. Es fehlen noch 20.000. Und nochmal 5.000 fehlen noch. Okay, das sollte, glaube ich, reichen. Nein! Okay. Das ist Schikane. Ich nehme die jetzt alle. Ob das jetzt reicht? Sind wir jetzt bei Weisheit bei 30? Und wenn wir dann den Helm aufsetzen von ihr, den Hut? Bei 33. Wir brauchten 34, ne? Ich glaube, wir brauchten 34. Oh, es ruckelt. But why? But why it's ruckeling? Naja, okay, wir gehen mal questmäßig jetzt da oben noch rein. Schauen uns mal da nochmal genauer um. Ist heute schon wieder so buckelig. Warum sitze ich heute schon wieder so weit nach vorne gewollt? Ist schon wieder eine schlechte Haltung hier heute. Drachenkampf, let's go! Ja, ist immer ein bisschen unspektakulär tatsächlich. Also, die fliegen dann halt meistens so komisch hoch. Und dann sieht man sie nicht. Dann hüpfen sie einmal so komisch. Und dann kann man sie an den Füßen relativ gut treffen. Von den ganzen Drachenkämpfen muss ich eigentlich sagen, hat der mir auf Farum Azula am meisten Spaß gemacht. Der Bosskampf. Den fand ich bisher am coolsten. Trinken nicht vergessen. Ja, stimmt. Trinken ist auch wichtig. Und meine Cola ist tatsächlich leer. Keine Cola. Und meine Mama noch ganz stolz erzählt, dass ich jetzt weniger Cola trinke. Jetzt habe ich dem Chris vorhin gerade schon geschrieben, ob er mir noch ein, zwei Cola mitbringen kann. Oha. Frech, ich weiß. Aber das Wochenende naht doch, Leute. Da brauchen wir doch ein bisschen Cola. Habt ihr eigentlich Pläne fürs Wochenende oder wisst ihr schon, was ihr machen wollt? Ich muss wahrscheinlich Freitag zu Samstagabend noch ein bisschen meine Hausarbeit fertig schreiben, weil ich die ja am 31. abgeben muss. Und ich habe eigentlich am Mittwoch, am 29. nochmal einen Unitag mir eingeplant. Na, für den Fall, falls ich das da nicht schaffe, wäre das ganz schön blöd. Dann müsste ich nämlich vielleicht ein, zwei Streamchens absagen und das will ich ja nicht. Okay, jetzt sollen wir hier anscheinend in dieses Loch reinhüpfen. Hallo? Ist da jemand? Okay, kein Monster hinter mir? Da sitzt du doch.
die gute Dame. Überlegt mal, das habe ich damals hingekriegt, ohne dass ich einen Questlog hatte, was mir nochmal geholfen hat. Aber ich glaube, an dem einen Punkt kam ich nicht weiter mit der Klinge und dann ging die Quest von Rani nicht weiter. Und ich habe das vorher trotzdem schon erkundet und da habt ihr mir dann, glaube ich, geholfen gehabt, ne? Ich bin am Samstag auf einem Poetry Slam. Da bin ich ja echt mal gespannt drauf. Das wird bestimmt geil werden, C-Black. Da lass uns mal bitte danach erfahren, wen du da so getroffen hast und wie es dir gefallen hat. Aber viel Spaß dir da. Ach stimmt, wir müssen ja den den... Guck mal, da sind ja auch die zwei Finger. Warum sind die zwei Finger hier? Sind die anderen Finger theoretisch nur ein Abbild und auch gar nicht die echten zwei Finger? Ist das jetzt nur eine Puppe oder ist das Rani? Wieder so viele Fragen, Leute. So viele Fragen und keine Antwort. Du, liebe Rani, möchtest du mich heiraten? Ich war bisher noch nie auf seiner Veranstaltung. Ich tatsächlich auch nicht. Also ich bin gespannt, wie das dann gefällt, was du erzählen wirst. Oh. Schon irgendwie süß. Jetzt verschwindet sie. Traurig. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Okay. Oh, da liegt ja noch was. Dunkelmond-Großschwert. Mondgroßschwert, laut alter Tradition ein Geschenk der Königin von Karia an ihren Gemahl. Eine der legendären Waffen. Rannis Siegel ist der Vollmond, kalt und bleiern. Und dieses Schwert ist einer seiner Lichtstrahlen. Mondlicht-Großschwert. Haltet das Schwert in die Höhe und badet es im Licht des dunklen Mondes, verstärkt kurzmagische Angriffe und erfüllt die Klinge mit Frost. Aufgeladene Angriffe entfesseln Mondlichtsalben. Aber warum kann ich das nicht auswählen? Ach, wegen Weisheit 38. Ja, gut, dass wir ja mittlerweile schon auf dem Weg sind, Weisheit zu skalieren. Okay, und dadurch ist die Quest ja theoretisch jetzt beendet, ne? Aber da frage ich mich jetzt halt, müssen wir dann theoretisch jetzt am Ende Blade töten? Oder können wir den auch einfach in Ruhe lassen? Das ist aber ein kleiner, feiner Damenbart. Dankeschön. Der Bart steht Ihnen gut. Er wurde doch schon das Du angeboten. Ja, du, super Pupa, du darfst gerne Du schreiben. Also, es sei denn, du möchtest weiterhin mich siezen, aber normalerweise siezen wir uns hier einfach nicht. Das ist ja untersagt. Lass mich duzen. Und ihr habt übrigens kurz mal Werbung. Einmal kurz Werbung. Können wir denn mit Ichi trotzdem noch mal reden? Ob der vielleicht irgendwas zu sagen hat? Jetzt bin ich doch eigentlich komplett fertig. Sprich, ich könnte doch den Trank jetzt auch abgeben, oder? Und dann die Quest von Nefeli weitermachen. Greetings, my fellow. How can I help? Lady Rani has departed on her journey along the dark path of the Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well and to the very end. Darf ich dich siezen? Nein. Darf ich dich aussiezen? Hört doch mal auf damit. Lass das. Ich möchte nicht gesiezt werden. Das macht mich alt. Ich finde das du besser.
Darf ich dich siezen, duzen oder altern? Das habt ihr auch gerade gehört, oder? Ich glaube, das ist Blade, der draußen steht. Ja. Sollen wir den jetzt töten oder nicht? Wir kriegen ja nur die Klamotten eigentlich. Ich kann den nicht töten. Ich kann das nicht übers Herz bringen. Aber er will es ja eigentlich, ne? Soll ich's lieber machen oder lass es lieber sein? Sag nein! Düb, 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 dü, dü, dü. Erlöse ihn. Ich kann aber nicht. Der tut mir so leid. Das ist doch mein Lieblingscharakter. Aber ich habe ihn ja eigentlich im ersten Teil nicht getötet. Also im ersten Teil, als ob wir hier so einen Teil daraus machen. So. Staffel 1. Efis Staffel 1 Elfenfürstin. Aber ich weiß gar nicht, ob ich stark genug bin. Ist sie das da? Ist sie da rausgefallen? Ich glaube, der tötet eher mich, Leute. Jetzt lass mich doch auch mal zuschlagen. Du elende Drecksau. Tschüss. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Nicht, dass ich ihn töte, Leute. Er will's auch nicht. Warum habe ich durchgeworfen? Wie unfair! Ich habe durchgeworfen! Das zählt nicht! No! 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 Nein, nicht jetzt von mir! Warum roll ich mich denn genau zu ihm? Schuld. Er wollte es nicht und ich wollte es auch nicht. Das ziehe ich nicht an. Das ziehe ich einfach nicht an. Nein. Das kann ich nicht anziehen. Wo ist es denn? Haben wir gar keinen Kopf von ihm erhalten? Schweinerei. Habe ich nur einen dreckigen Lumpenmantel gekriegt? Oha, wie schick der aussieht. Traurig, Leute, traurig. Traurigkeit macht sich breit. Ich werde heute Nacht noch davon träumen. Ich werde heute Nacht noch davon schlafen. Ein Großschwert verziert im Stil von Haus Caria. Die bevorzugte Waffe von Blade, dem Halbwolf.
Um dem Schicksal zu trotzen, mit dem er geboren wurde, schwor Blade auf ewig nur Rani zu dienen. Kaum hatte er den Schwur geleistet, hüllte sich sein Schwert in eisige Magie. Oh, das ist aber ein dickes Ding. Wow. Okay, da geht mir schon die Pumpe. Das ist schon ein nettes Schwert. Nicht so ein kleines hässliches wie meins. Okay, Leute. Das war's für heute. Wir haben Blade jetzt am Ende noch platt gemacht. Wo wir nochmal hingehen könnten, wäre tatsächlich... Jetzt können wir doch aber zum Allwissenden gehen, oder? Können wir nicht jetzt theoretisch zum Allwissenden gehen? Und ich will nochmal zu Bock gehen. Ich will nochmal gucken. Was keiner von euch wollte, wieso habt ihr dann beide gekämpft? Nein, er ist auch zwischendurch ausgewichen und wollte nicht mehr. Hast du gesehen? Er stand auch nur und hat mich angeguckt. Also er war sich auch nicht sicher. Bock, the Seamster, at your service, Master. Ready to make adjustments to your garments. Ich glaube, dass das mit Bock erst weitergeht, wenn wir den nächsten Aufzug aufmachen. Dass wir sozusagen ins Frostgebiet gehen. Weil ich glaube, dass dann sich vielleicht erst was mit ihm noch verändern wird. Aber so ganz weiß ich das auch nicht. Ich gehe mal zum Kleriker. Und gebe denen mal den Trank. Rani-Quest ist jetzt durch, ne? Das haben wir jetzt wirklich fertig. Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms, then. Können wir den rein? Nein, okay. Roderica sagt uns ja nur das mit den Stimmen. Ich gehe jetzt einfach mal hin. You. What is it? Über Enchar, die unauffindbaren Halbgötter, Nephilis Verzweiflung, Selovis Trank. Wir gehen das mal einfach alles immer durch. My apologies for that nasty business. Enchar got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Enchar is slain and gone. Das war der Typ, der hier vorstand, ne? Forevermore. There are four more demigods yet to be located. Mikala of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long lost map. Tschüssi, Black. Schön, dass du dabei warst. Schönen Abend dir noch. Ich ist einfach nur kampfsüchtig. Nein. As such, I hope we are compelled to work together. Und damals habe ich da schon gesagt, gegen den werden wir irgendwann kämpfen müssen. Und Super Pooper, danke, dass du auch dabei warst. Schönen Abend dir noch. Ich mache auch nicht mehr lange. Ich rede jetzt nochmal hier die Sachen durch, machen das noch mit dem Trank und dann machen wir auch langsam Schluss. Aber morgen, Freitag geht es auf jeden Fall wieder weiter. Also schaut gerne wieder ab um 12 vorbei, würde ich mich sehr drüber freuen. Nephilis Verzweiflung. You've already heard. Indeed, it seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what's a man to do? A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Is that potion what I think it is? Bloody Celibus. I suppose he's up to something again. Oh, I won't interfere. You go ahead and do what you must. The Round Table has no code to speak of. But I ask you this. Are you really going to do the bidding of that twisted dolly botherer? Or would you rather hand that potion to me?
and see if we can't get one over on the bastard. Wir überreichen dem den Trank. Good. I'll dispose of the potion myself. You go and see Salamis, but don't give anything away. Just tell him that you tricked your mark into drinking the potion, as planned. Despite knowing next to bloody nothing, he's so far up his own arse he won't suspect a thing. His inevitable display of arrogance will certainly be a sight to behold. Okay. Die Frage ist, können wir mit Nephili überhaupt noch mal reden? Oder bricht die jetzt schon auf? Beim Glockenturm, zweite Tür zurück zum ersten Ort, neben dem ersten Gebäude ist eine offene Tür. Wenn ein Item gibt, ihr das Item. Ich weiß halt nicht, ob wir mit der reden sollen oder nicht. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. Ich habe von Gideon gehört. Sollen wir das klicken? So you know already, do you? Right. It's true. Das ist wirklich der Halb, also der Gott, der erste Fürst, dass der sie verstoßen hat. Forgetting the mission. Punishment for offering his pawns. Father. Sogar. Mother. Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him. Er ist ein Karton. To place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent... I betrayed him. And I can no longer trust him, Father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports? Das mit den Ivy Naurix meint sie jetzt, oder? That if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance, and now I've lost it. No, no, no. How could I say that? Good. Genau, zu Silovis sollen wir noch zurück. Mach mal Cola in deine Amazon-Wishlist. Weiß ich nicht, kann man Cola überhaupt kaufen? So bei Amazon? Bestimmt, wa? Müsste ich mal echt machen. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. So ein paar Cola-Dosen oder sowas. Ich hatte ja mal so einen Cola-Kühlschrank auf meiner Amazon-Wishlist, aber der war immer ausverkauft. Den hätte man hier so schön hier neben hinstellen können, dass man hier einfach immer frische Cola oder allgemein so kalte Getränke oder sowas hat. Aber ist bestimmt auch übelst der Stromfresser. Darum habe ich das dann nach einer Zeit einfach wieder runtergenommen. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal nochmal zu Silovis. Und dann gucken wir mal, ob wir die Quest mit Kenneth am Freitag weitermachen können. Weil ich würde hier langsam dann ausmachen. Mein Kopf tut ein bisschen weh. Ich habe ein bisschen Hunger. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann am Freitag wieder. Da würde ich mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr wieder bei Zeiten reinschauen würdet. Und den Kanal natürlich supporten würdet, unterstützen würdet. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir bei Silovis jetzt irgendwas anderes... Einfach hängen geblieben am Baum. Und bei Silovis jetzt hier irgendwas anderes finden. Weil bei uns war der damals ja tot gewesen. Und hier ist er auch tot. Vergiftet. Von seinem eigenen Trank. Die haben wir damals nicht gekauft, ne? Die kaufe ich mal. Die Asche. Die Geisterasche. Ja, die haben wir nicht gekauft gehabt. Eine von Silovis Puppen. Das ist doch die, die bei der TAF, ne, bei dem Fest in Rotmähne, die da immer stand und dann sich so verbeugt hat. Und das ist der kleine Junge, der eigentlich im Dings auch dran sitzt. In seinem Keller. Die beiden aber nicht, ne?
Der Geist einer Fingerjungfer, die nie dem Befleckten begegnete, den sie führen sollte, vielleicht uns, setzt heilende Anrufungen und Weihwassertöpfe ein, ist aber keine Kämpferin und in Schlachten eher fehl am Platz. Eine Jungfer ohne Befleckten, ein Befleckter ohne Jungfer. Und es gibt niemanden, der sie zueinander führt. Okay, da würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und ich guck mal, wo ich noch diese magischen Schlüssel finde, dass wir mit der Nephili-Quest auf jeden Fall noch vorankommen und das dann auch noch weitermachen können. Also ein paar Charaktere haben wir auf jeden Fall noch. Das wird, denke ich mal, noch sehr spannend werden, gerade auch mit Ria. Das wird bestimmt noch interessant werden. Ich komme gleich, es gibt gleich Futter. Ja, gleich. Köpfchen. Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Kenneth. Beende eine Philly-Lux-Quest. Okay, da kann ich also noch nichts machen. Was, schon wieder aus? Ja. Ab und zu eine Cola ist schon geil, aber supporten und unterstützen ist doch das Gleiche. Kleiner Running Gag aus Fest und Flauschig Podcast. Ja, ist eigentlich das Gleiche, ja. Okay, ihr Lieben, dann vielen lieben Dank mal wieder fürs Einschalten. 206 Stunden und 59 Minuten. War wieder sehr spannend heute. Einige Sachen haben wir wieder entdeckt. Wir haben Sex.